Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, wollte ich euch mein neues Projekt vorstellen, und zwar ein Toyota Land Cruiser FJ75 in Canopy Style, oder wie man das richtig ausspricht. Und zwar wird das ja in so einem Aufbau sein, wie dieser, das sind ja diese australische Trucks, sage ich mal, da ist das ziemlich verbreitet, und so wird das halt dann aussehen, ja. Und das ist alles 3D gedruckt, 1:10 mit ziemlich langem Radstand. Als Chassis habe ich genommen Killer Body Mercury Chassis, hier 1:10, und musste dann halt, wie man hier noch sehen kann, das muss ich noch schwarz lackieren, die verlängern, Chassis verlängern, dass das Radstand passt. Also Radstand ist von vorne bis nach hinten 354 mm circa. Und so sieht das halt jetzt aus. Also die Kabine ist schon fast fertig, der Aufbau hinten noch nicht, nur fertig gedruckt. Die Türen werden die so nach oben aufgehen, die sind auch schon fertig, muss noch alles lackieren, schleifen, grundieren, lackieren. Die Kabine ist soweit schon fertig. Hier, so sieht die jetzt aus. Weiß nicht, sieht da für mich ziemlich geil aus. Da kann man sehen, ein paar Lackfehler sind da natürlich dabei, aber da kommen ja noch welche dazu beim Fahren, also ist nicht schlimm. Die Scheiben werden noch eingebaut, die Lampengläser, Blinker, Beleuchtung kommt natürlich auch noch rein. Vielleicht kommen noch ein paar Aufkleber rein, hier zum Beispiel Land Cruiser Schriftzug drauf. Mal schauen. Mit der Rädergröße bin ich noch nicht ganz sicher. Entweder die, weil die Originalen vom Chassis, die dabei waren, die 1,55er Bitlock-Felgen, die sind zwar geil und ziemlich skill, aber sind ziemlich klein von dem Reifendurchmesser. Ich habe, glaube ich, hier noch einen. Kann ich mal kurz holen. So, das sind die originalen Reifen. Die sehen ziemlich nice aus. Aber, wie man sehen kann, ist ziemlich klein. Vielleicht suche ich noch andere Reifen, und die Felgen kann ich dann behalten. So sieht das von innen aus. Sechskant, und dann wird er hier mit 5 kleine Schrauben festgeschraubt. Vielleicht suche ich noch passende Reifengröße aus für diese Felgen da, die ich gerade gezeigt habe. Weil das sind jetzt 110 mm. Und ich denke mal so 95 bis 100 würde gut passen, weil hinten, wie man sehen kann, ist da nicht mehr viel Platz im Radkasten. Mal schauen, was ich da noch ändern kann. Aber so sieht das jetzt halt aus. Ich finde, das ist ziemlich nice geworden. Die Tür lässt sich auch aufmachen. Die Karosserie ist noch nicht fest. Deswegen kann ich vorsichtig mal probieren aufzumachen. So. So sieht das dann halt drinnen aus. Hier mit Türverkleidung, Türpappen, Armaturenbrett. Alles dabei. Hier mache ich noch Fußmatten rein. Mal gucken. So, versuche ich das jetzt mal zu machen. Zack. Rastet auch ein, ja, das ist jetzt, ist noch nicht festgemacht, aber so sieht das halt aus. Wie findet ihr die neue Idee oder von meinem Projekt? Ich finde, das ist ziemlich gut geworden. So, ich werde dann weiterbauen mit dem hinteren Teil. Wie gesagt, hier kommen ja dann noch auch Lampengläser hier rein, und oben kommt auch noch so ein
Gepäckträger drauf. Stoßstange ist auch schon gemacht. So sieht die Stoßstange aus. Einzigste muss ich mir noch überlegen, wie ich das hier festmache, dass es passend aussieht, aber ungefähr so wird das dann aussehen. Ungefähr so wird das dann aussehen. Sieht ziemlich brutal aus. Mal schauen, da muss ich noch eine Halterung, weil so ist zu tief. Muss eigentlich irgendwie so machen, und dann ist die Aufnahme für die Stoßstange, muss ich mir selber was dann zusammenbauen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben, und ob ihr dann noch weitere Serien davon sehen wollt oder sofort fertiges Projekt, wie der aussieht, das könnt ihr mal unten in Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.